So, liebe Checker-Freunde, der neue Passat, die neue Generation ist da. Vielen Dank, Autohaus Weber aus Walderstadt diesmal. Wir haben natürlich auch Karl Ferrenberg, Leonberg für diesen tollen Testwagen. Wir haben hier die Elegance-Variante und das große Display 15 Zoll mit dabei vom Business-Paket. Nur mal das vorab. Assistenzsysteme, was haben wir? Wie stellt man es ein? Und wir testen und machen dann danach auch noch ein Fazit, wie ich sie fand. Wir werden zwei Teile machen, Autobahn etc. Und dann noch ein extra Video mit den Einparkassistenten, Rückfahrassistenten, Ausstiegsassistenten. Mal gucken, wie ich das ein bisschen mische. 360 Grad etc. gehört auch mit dazu, Rangierassistent und so weiter. Ja, wie gesagt, ACC, Abstandsassistent, Stop and Go. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Dann Schilderübernahme und so weiter, Travel Assist. Jo, ich lese mal schön vor, was haben wir denn alles und was kostet was. Also, wir haben Spurwechselassistent, Side Assist, Serie, Auspack, Ausstiegsassistent, Serie, Spurhalteassistent, Serie, Notbremsassistent, Serie, ACC, Automatic Cruise Control, also Abstandsassistent, Serie, Abbiege mit Bremsfunktion, Serie, Müdigkeitswarner, Serie, Kreuzungsassist, Verkehrszeichenerkennung, Serie, K2X, gibt's noch nicht, da kommunizieren die Autos miteinander, ist gerade noch nicht verfügbar, habe ich gesehen, Autoholserie, Parkassistent ab der Business-Variante Serie, Spurwechselassistent ab Business-Serie und wir haben in dem Fall noch hier Paket IQ Drive heißt das Paket, 545 Euro. Das ist der Lane Travel Assist mit Emergency Assist und 360 Grad Area View. Ja, mit dabei. Und wir gehen wie folgt vor. Wir können hier aber auch hier schnell auf Assist gehen, da müssen wir nicht lang suchen. Dann können wir das entweder per Bild machen oder per Liste. Ich finde es per Liste jetzt zum Erklären in dem Fall besser. Lane Assist, einstellen, aktiv, Lenkvibration. Ne? Das ist zum Spurhalten. So, Geschwindigkeitsassistent, ja, wir haben ja das neue Gesetz. Ab 1.7. ab 1 km/h drüber piepst es. Und wir müssen es, wenn wir es... Uns nervt, es wird uns nerven, mich nervt es schon, aktiv immer ausschalten. Ja? Wir können aber hier noch einstellen, Standard oder 10 km/h drüber. Ne? Auf jeden Fall ist es immer als Standard vorprogrammiert. Wir können aber auch die Schwelle noch etwas setzen. Das soll es eigentlich ab 1.7. nicht mehr geben, dass das sofort ab 1 km/h mehr piepst. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ist ein bisschen komisch zu lesen, aber Infoton bei Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, ja, kann man machen. Dann wenn 100 kommt, pieps, 70 kommt, pieps, 80 kommt, pieps, wenn man es möchte. Ja, ne, bei uns ja spannend, da kommen ja immer so viele. Okay, Anzeige, ja, Anzeige oder Anzeige und Ton, genau. Zurück, Aufmerksamkeitswarnung an, ja. Empfindlichkeit niedrig, mittel oder hoch gibt es dann, genau, ist niedrig. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir Frontassist, aktiv, Abstandswarnung anzeigen, Ausweichunterstützung, Abbiegefunktion, Kreuzungsassist. Ja, alles aktiv, müssen wir auch einschalten, dass alles funktioniert. Geschwindigkeitsbegrenzer, okay, können wir auch ein. Ökoassist, nichts für uns, ist aktiv. Ja, zum Beispiel, das sagt uns ein, wir sollen das Gaspedal lupfen und so ein Zeugs. Ne? Spurwechselassistent, Helligkeit, das sind hier in den Außenspiegel sind die Lichter, wenn praktisch, wenn wir einen tote Winkelwanderer sozusagen auf der Autobahn zum Beispiel Spur wechseln, dann gibt er uns, ey, Achtung, da kommt einer. Ne? Genau. So, dann haben wir noch Anhängerassist. Höchstgeschwindigkeit Anhänger können wir noch eingeben, auf 100 sogar, ah, okay. Ja. Und da du dann auch der sogenannte Trailer Assist, wenn man die Anhängerkupplung mitkauft, ist automatisch ein Trailer Assist mit dabei. Da kann dann auch rückwärts da, kann man das dann praktisch mit dem Spiegel-Einstellung, kann man das dann einstellen und benutzen. Ja. So, gehen wir wieder auf Szenen, da haben wir das Ganze noch einmal. Können hier natürlich nochmal hier direkt auf die Linien. Ah, doch, ja, so geht's, ja. Lane Assist, ja, Information, was er alles macht. Lane Assist, Spurhalle, greift, korrigiert die Lenkung ein, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug unabsichtlich die Spur verlassen, ne? Und dann gehen wir wieder zurück und dann können wir hier auf Schild gehen, ja. Ich finde es schon auch so ganz cool gemacht. Oder auf der tote Winkelwanne, ne? Side Assist oder auf, in dem Fall ACC, ja. Reaktion auf Stauende, geht nicht mit K2X, genau, das will er noch nicht. Müdigkeit, Anhänger, ja, also schon cool gemacht. Diese Dinge müssen wir halt einstellen. Wir können es aber auch übers Menü direkt zu Assistenzsysteme gehen. Und da haben wir da alles auch noch einmal, ja.
So, wir haben, wie gesagt, den Travel Assist mit dabei. Das heißt, der Emergency Assist, der dann automatisch runterbremst, Warnblinker einschaltet und Notcall, also S macht, was jetzt SOS-Notruf macht, was Serie ist. Und den Spurhalteassistent mit dabei, ja, der uns in der Spur mittig hält. Ja, und eigentlich theoretisch auch die Geschwindigkeit automatisch übernimmt. Schauen wir mal. Wir können es auch hier am Lenkrad nochmal einstellen. Da können wir das auch machen. Wenn wir nach links gehen, können wir dann zum Beispiel auch Assistent und sowas eingeben. Können das... jetzt habe ich auch so in die Lenkradheizung eingeschaltet, ja. Kann man hier auch nochmal rüber wechseln auf den Teil und kann das hier mit einstellen, ja. Da kommen wir aber im Systemvideo noch extra mit dazu. Jetzt würde ich sagen, wir fahren einfach mal los, machen die ganzen Assistenzsysteme und schauen mal, was der neue Passat denn so alles drauf hat. Bis später. Ich habe gerade mal schön das eingestellt und da hat sich das Display gesperrt, weil ich da... Da stand dran, hey, Konzentration auf die Straße, Display ist ein paar Sekunden gesperrt. Fand ich cool. So, Schildererkennung. So, jetzt beschleunigt er, aber er müsste uns theoretisch sagen, es ist ein bisschen kurvig und deswegen gibt er jetzt aber auch, oh, das macht aber starke, hör mir auf hier. Okay, Fahrrad, ich liebe Fahrräder, oder auch nicht. Können wir das Ganze nochmal starten. So, jetzt sagt der Kurve voraus 30, dann bremst er automatisch ab. Sehr gut. Bleibt hier. Gibt kein Gas und jetzt gehe ich raus aus mit der Lenkbewegung und dann gibt der automatisch Gas. Ich muss jetzt den Dämpfer muss ich hochgehen, weil ich habe bremsen müssen wegen dem Radfahrer. Oh, das lenkt aber gut, ja. Ja. Ungefähr 15 Sekunden haben wir Zeit zum Einstellen. Mode drücken gibt es hier dann, der zeigt uns an dem Display, was ich will. ACC oder Begrenzer. So, Golf R ist eilig. Ja, jetzt hat er 70 auch vorauserkannt. Aber das lenkt er stark, hey, muss man schon sagen. Also das macht er gut. Hey. Und bremst schon runter. Kurve voraus, 50 kommt jetzt gleich. Achtung. Wow, und jetzt geht er schon runter, bremst. Was macht er hier? Oh, jawohl, komm. Stark. Stark. Jawohl. Wirklich stark. Muss man sagen. Hätte noch nicht viele gelenkt. Und das auch hier, das da. Da orientiert er sich am rechten Rand. Ist brutal. Und fährt die ganz eng. Junge. Geil. Hammer. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Mode, dann Set drücken und dann übernimmt er das alles und macht es automatisch. Hier in der Mitte mache ich den Abstand zum Vordermann mit dem Balken. Und hier kann ich praktisch in Ruhemodus gehen und Resume wie Res, nehme ich die letzte eingestellte Geschwindigkeit zurück. Ja? Und rechts ist alles mit Display. Schaut euch das Systemvideo an. Da erkläre ich das nochmal ganz genau. Er sagt aber Kreisverkehr raus, voraus und bremst auch selbst ab. Stark. Jawohl. Blinke mal. So wie sie das gehört, ne? So, dann nehmen wir mal das Thema hier auch mit. Jetzt haben wir gleich Ortsausgang. Hier. Sag 100. Schon stark. Muss man echt sagen. Stark. Schauen wir mal, ob er das auch noch mitlenkt. 70, jetzt kommt gleich 100. Schauen wir mal, wie weit er da hochgeht mit dem kurvigen Gebiet. Ich blende das noch ein. Ich habe gestern eine Nachtfahrt gemacht und das sind Pferde gekreuzt. Aber hat das Licht gut gemacht. Oh, 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 echt? Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Ah ja. Aber er hat es gemacht. Stark. Er kennt schön das Fahrzeug vorne. Hält den Abstand, können wir noch ein bisschen größer machen. So, und dann bremst er runter. Das macht er schon stark. Also, ja, das reicht mir eigentlich schon auf der Landstraße. Der Kreisverkehr müsst ihr wieder übernehmen. Kreisverkehr voraus, jawohl. Bremst es natürlich mit dem Vordermann ab. Jawohl, bremst. Jawohl. Ja, das,
Da wäre die Technik noch schön, dass man auch von links denn erkennt und er vom Gas geht. Ich muss jetzt natürlich aktiv selber bremsen und das außer Gefecht setzen. So, jetzt drücken wir wieder Set. Und sobald alles grün ist, jawohl, können wir loslassen. Schalt mal. 70 erkannt, jawohl. Ich lasse jetzt noch kurz den Weg hier machen, dass er vorne den Kreisverkehr erkennt. Ah, der lenkt das wirklich top, muss man sagen. Auch diese Bewegungen hier. Bin mal gespannt, wenn sie das mal bei Crib testen mit der Assistenzsysteme, wie er das hier macht. Aber ich finde, der macht das mit am besten, was ich jetzt zurzeit getestet habe. Auch hier das Schnelle, das nimmt er selber so stark mit. Jetzt geht er aber schon wieder vom Gas runter und segelt aus, um Sprit zu sparen, weil hier ein Kreisverkehr kommt und er zeigt es natürlich auch an. Und sobald er in der Nähe ist, wird er grün, zack, grün und bremst runter automatisch. Und ich brauche bloß noch durchlenken mit einer guten Geschwindigkeit. Im Lenkwinkel gibt er kein Gas. Ich blinke raus und er merkt und beschleunigt wieder. Ja, dauert nicht zu lange, finde ich. Eine gute Mischung, haben sie schon viel verbessert. Also es war auch schon nicht ganz so gut. Aber VW war da schon immer gut, aber jetzt nochmal wirklich ein Ticken besser. Schauen wir mal, wie lange er braucht, bis er wieder anläuft mit dem Stop & Go. Oh, GT4, aber kein RS. Jetzt rollen wir da mal hin, hält schön Abstand. Okay, Assistent anfahrbereit, schauen wir mal, wie lange. Jetzt geht es nämlich kurz auf die Autobahn. Okay, jetzt müsste es vorbei sein. Wenn er jetzt losfährt. Ja, jetzt muss ich bloß antippen. Also er macht es gute 10 Sekunden, sage ich mal. Was in Ordnung ist. Es gab ja schon andere, die haben es viel, viel länger gemacht. Aber es ist 10, 15 Sekunden, finde ich in Ordnung. Jetzt müsste er gleich, ja, jetzt übernimmt er 100. Hier haben wir gestern auch schon unser VMAX-Video gemacht. So, pendel ich ein. Jawohl, er pendelt sich ein. Und jetzt kommt hier schon eine tote Winkelwanne. Das machen wir mal gleich, wenn der nächste kommt, unseren Blinker an. Also, der macht es sanft. Ja, und dann blinkt er hier. Und passt sich relativ schnell an, das ist gut. Zieht so ein bisschen vor. Wir geben mal 140 ein, 150. Gehen wir mal rüber. Ah, und er gibt schon sofort Gas. Sehr gut, das ist das, was ich testen wollte. Nicht, dass er erst, wenn er drüben ist, Gas gibt, weil dann dauert es ja wieder ewig. Sondern, so, wir haben eigentlich mittlerweile bis 130 das Level, dass wir voll autonom fahren können, ohne dass ich wieder das Lenkrad berühren muss. Jetzt ist die Frage, ob er das macht. Nee. Also geht mal wieder auf 150. Hoch und normalerweise kann er das. Jetzt ist 120 angesagt. Erkennt er jetzt schon. Und segelt schon runter. Schauen wir mal, wie er da ranbremst. Ganz sanft macht er das, lässt er praktisch aus. Er erkennt auch jetzt, dass es ein, also mit dem Head-Up-Display, dass es ein LKW oder ein Bus ist vor uns. Grafisch bringt er halt nur ein Fahrzeug daher. Oder was bringt er? Ah ja, ein LKW, perfekt. Und zeigt natürlich links jetzt auch an, dass ein Fahrzeug vorbeifährt. Das ist schon cool gemacht. Also jetzt überholen wir nochmal und gibt sofort Gas. Jawohl, sehr gut. Perfekt. Macht er gut. Zeigt jetzt in der Mitte gestrickelt, dass wir jetzt hier den Bus überholen. Schöne Grafik. Ja, sehr gut, reicht mir schon. Ja, bremst runter. Macht er, jawohl. Und wie? Sehr gut. Sagt mir jetzt schon wieder Kreuzung voraus. Gut.
Hat er es erkannt? Da hinter uns ist safe über Rot gefahren. Ne, wunderbar. Reicht. Perfekt. Ja, Checker-Freunde. Dann schauen wir mal, was er erkennt. 70. Oh, ja. 70 voraus. Sagt er uns schon. Schon grafisch gut dargestellt. Und jetzt geht er auch runter und bremst. Und 70, 70, 70, 70. Wow. Sehr stark. Gut. Jetzt kommt auch gleich ein Blitzer. Also das macht er richtig gut. Und der Lane Assist, der Travel Assist, der ist richtig gut. Kennen wir ja schon. Also das lenkt er richtig gut hier. Auch hier rüber. Jawohl, komm. Sortier dich ein. Ja, das macht er auch gut. Ja, so gute 15 Sekunden können wir das Lenkrad loslassen. Das funktioniert einwandfrei. Wir können es auf, sage ich mal, 20 Sekunden provozieren, aber dann kommt irgendwann der Emergency Assist und weckt uns auf. So, jetzt haben wir rechts einen Blitzer, Ingo Hof, sage ich schon, Naturtheater, B295, hallo. 100? Zack. Jo. Also der lenkt es auch bei Nacht richtig gut, also schön zu sehen, wie das LED Matrix, haben wir dann extra Licht gemacht, Video gemacht, Entschuldigung, wie ihr das schön ausblendet. Schon tolles Licht. Da geht jetzt ein bisschen vom Gas, ist er ein bisschen gegangen, hat es berechnet. Das macht er ja sowieso mit anhand von Lenkwinkel. Und das sehe ich natürlich auch alles in meinem Head-Up-Display. Mal schauen, wie er das lenkt, ob er da ein bisschen vom Gas geht. Oh, das macht er aber gut, 70 voraus. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, die kriegst du auch. Oh ja, stark. Macht er auch gut, jawohl. Also ich bin immer lenkbereit. Jetzt merkt er schon, dass die 70 gleich kommen, geht schon vom Gas. Und jetzt lässt das ein bisschen ausrollen. Und jetzt kommt die 70. Nochmal ein bisschen beschleunigt. Und schwupp, 70. Kommen wir schön zu den Assistenzsystemen. Fazit. Ich muss sagen, die funktionieren alle bockstark. Was mir nicht ganz so gefallen hat, ACT, jo, Abstandsassistent hat 2-3 Mal nach vorne gar nicht reagiert. Es gab so eine ganz leichte Kuppe, aber man hat schon alles vorne gesehen, lag Sachen, dass ich es zu nah eingestellt habe und hätte es nicht weitermachen müssen, aber der Parameter ist für mich trotzdem nicht ausschlaggebend, dass er null reagiert und auch auf die Ampel hin einmal hat er auch gar nicht reagiert. Da sollte man noch mal gucken, hatte ich aber schon auch beim RS3 oder beim Tiguan damals auch schon. Das ist aber das einzigste Manko, der Rest bockstark. Der Lane Assist, so präzise gelenkt, auch enge Kurven, habe ich bisher noch kein Auto testen dürfen, wer das auch so gut gemacht hat. Der Rückfahrassistent bockstark, der Rangierassistent, der haut den Blocker rein, brutal. Vollautonomes Einparken, brutal. So, Schilderkennung. Manchmal erkennt er 50 irgendwo her, obwohl kein 50 war. Stelle ich mir auch wieder die Frage. Okay, irgendwo ist mein Handy gekoppelt, alles klar. Sorry. Aber ansonsten wirklich Assistenzsysteme stark, wirklich hier nochmal zum Einstellen, das haben wir ja schon durchgemacht. Das macht richtig Spaß, muss ich sagen, auf der Autobahn. Da fehlt mir das Level noch zum Freischalten, dass er auf der Autobahn, sagen wir, bis 130 km/h ohne Antatschen vom Lenkrad fährt, aber mit der Aufmerksamkeit natürlich und so mitmacht. Und dann sagt er, hey, wenn du nicht mehr zuguckst, dann breche ich ab. Verstehe ich, ist auch okay so. Es gibt ja bloß bisher momentan einen Hersteller, der das macht mit 3 Buchstaben. Ja. So, nach meinem Wissen, könnt mich gern korrigieren. Ja, aber ansonsten wirklich stark VW. Also, man hat auch serienmäßig fast alles drin, ja, bis auf das IQ Drive Paket mit dem Travel Assist und 360 Grad Kamera, Area View. Der Trailer Assistent ist ja bei der Anhängerkupplung damit dabei. Mega, also wirklich stark. Also wirklich rundum, wirklich top Assistenzsysteme. Mit dem Lane Assist bin ich immer noch total geflasht, wie gut er ist. Wirklich richtig gut ist. Was ich vielleicht noch gerne hätte, Spurwechselassistent, dass er selber die Spur wechselt. Wäre interessant, wäre nett. Nicht nur der tote Winkelwanner, ja. Was man zwar unbedingt braucht, aber ich habe es schon mal getestet, fand es ganz cool, wenn es funktioniert. In diesem Sinne, macht's gut. Denkt an die ganzen anderen Videos, was wir online haben, knapp 8 oder 9 Stück. Könnt ihr euch das Auto ein bisschen virtuell anschauen. Dann nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber, hier im Süden, im Schwabeländle. Ciao.